Heute werden wir nochmal in den Gildenkampf gehen, wahrscheinlich aber ohne großen Hackmat. Wir so ein bisschen Krimskrams machen. Vielleicht haue ich das, was ich bis jetzt gefarmt habe, wieder raus. Aber das ist ja so gar nichts, ne? Naja, egal. Das Video mit der Weltarena, beziehungsweise die Testerei mit dem Team wird auch noch kommen. Wehe, das ist nett, ne? Gut. Mal gucken. Kommt aber noch. Ich habe aber ganz kurz ein bisschen Smalltalk zum Anfang. Erst einmal machen wir Weltenboss. Ich habe was an dem Weltarena-Team direkt wieder geändert gehabt. Am den Tag, wo ich das auch noch getestet hatte, ob Jamaya schneller wird mit dem Speedbuff als Savannah, was by the way nicht der Fall ist. Also es ist gut so, was das Getunte angeht. Also das hat schon gepasst. Aber ich habe noch ein bisschen was geändert. Ich hatte ja Triton zum Beispiel noch so semi gebaut, sage ich mal. Ich habe mir als Ausgleich einfach Segment noch gebaut, anstatt Triton. Das liegt unter anderem erstens daran, dass Segment sehr gerne in Speedteams derzeit gespielt wird. Und das Problem ist, also ich hatte gegen Iron Monkey gespielt. Ich sag's einfach mal. Ich hatte eine Probe gegen Iron Monkey gemacht. Gut, er hat natürlich ein bisschen bessere Runen. Aber theoretisch gesehen auch nicht so viel bessere Runen als ich. Sorry, falls ich dich damit disse. Aber, ne? Ist halt Fakt. Und er hatte jetzt auch, er hat zum Beispiel, wir haben es getestet, er hat mich auch machen lassen, aber er hat zum Beispiel auch gegen Speed gepickt, ja, so seine schnellsten Monster hat er einfach mal gepickt. Und mein Tableau wurde von seinen Shivo aus speedet. Und Shivo hat jetzt, gut, er hat einen Base Speed mehr als Tableau, er hat 103 hat ein Shivo und Tableau hat einen 102er Base Speed. Und er wäre jetzt immer noch schneller, ich habe Tableau aber nochmal ein bisschen schneller gemacht, dafür habe ich Gianna langsamer gemacht. Ich zeige es einmal. Ganz kurz, und zwar, das sind wie gesagt die Monster. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen mit dem Teambuilding für die Leute, die es interessiert. Da habe ich genaueres erklärt, das mache ich jetzt hier nicht einmal. Gianna ist langsamer geworden, ja, sie ist zwar immer noch auf Quadrate, aber man sieht, die Rache-Rune zum Beispiel ist weg. Die ist jetzt auf Tableau. Tableau ist jetzt auf plus 215. Das Problem ist zum Beispiel, sein Schuh wäre immer noch schneller, weil er einen Base-Speed mehr hat. Ich versuche derzeit, hier einen Speed reinzubekommen und hier einen Speed reinzubekommen. Dann würde es nochmal um 2 schneller sein. Dann wäre er jetzt bei 217 Speed, was schon wieder besser macht. Ja, natürlich, was auch ein großes Problem ist, ist die Slot-1er-Rune, wo ich immer noch hoffe, irgendwann mal eine gute Re-App-Rune rauszubekommen, die so 22, 23, 24 Speed hat in Swift Slot 1. Das würde dann ihn auf, wenn ich alles perfekt gegrindet kriege, über 220 Speed machen. Und dann sollte ich fast safe sein. Außer es kommen halt 33er Speed Leads ins Spiel mit sehr schnellen Base-Werten etc. Dann könnte es nochmal ein bisschen schwieriger werden. Gut. Aber das ist da natürlich halt auch noch ein bisschen der Knackpunkt der Cleave, sag ich mal. Ne? Man muss ja nicht gegen Pressen, wenn man, wenn er sieht, der Gegner will auch spielen, schnell spielen und pickt zum Beispiel, sagen wir mal, er hat am Anfang, keine Ahnung, Segment oder so, First Pick gespielt, gemacht. Dann denkst du dir, okay, gut, der will wahrscheinlich schnell gehen. Und dann kommt ein Second Pick, du pickst dann Wusanana oder sowas. Und dann pickt der Psama und irgendwas. Dann denkst du dir, lohnt sich das noch, jetzt dagegen zu preschen mit Jamaya Tableau? Oder gehst jetzt tanky? Deswegen habe ich mir ja noch die anderen hier offen gelassen. Ne, dass du trotzdem noch Ausweichmöglichkeiten hast, wenn du denkst, das würde nicht klappen. Sie ist, nee, nicht so geil. Molly wäre eine Option. Auch selber mit reinzupacken, haben wir nochmal ein bisschen Glancing-Chance. Wobei ich schätze, okay, ich bin schneller, das ist gut. Das hoffe, dass ich jetzt keine Revenge von der Iris kriege. Gut. Oh, Brock. Nur nett. Ja, das ist okay. Ja, das ist auch fein. Ich brauche die Bombe jetzt hier. Detonieren müssen wir theoretisch nicht. Ich mache es aber mal. Ich will wissen, wie Squishy die... Oh, die Dings wurden nicht gestunt. Das ist uncool. Reicht das? Rastet er aus? Er rastet nicht aus. Aber er kriegt auch keinen Deathbreak rein. Und der Heal ist uncool. Aber er ist down. Okay, die größte Gefahr ist gebannt. Das war doof. Weil die größte Gefahr ist meistens Sierra hier. Gut. Ja, hier weiß ich nicht. Das könnte jetzt ein bisschen langsam und langweiliger und langsam werden. Ich hau aber bei ihnen erstmal den... Okay, was habe ich gemacht? Habe ich nicht den zweiten gemacht? Habe ich nicht Second Skill gedrückt? Okay, wir machen erstmal keinen Deathbreak. Wir machen den Deathbreak weg. Habe ich... Oh, habe ich vielleicht... Naja, egal. Ich wollte das machen. Und jetzt machen wir mal das. Stun auf Dings. Schade. Ja, das war ja abzusehen. Jetzt kriegen wir hier nochmal einen drauf, dass kein Deathbreak landet. Sehr schön. Kriegen wir den vielleicht auch gestrippt? Nice, dann kriege ich den jetzt nicht down. Aber den Krakano möchte ich gerne zuerst down haben. Okay, das ist gut. Kriegen wir einen Deathbreak drauf. Nope. Schade. Ja, das Problem ist, dass mein Molong langsamer ist. Das... Ja, jetzt reicht's wieder nicht. Ich hasse Mollys.
Ich hasse Molly so. Okay, das reicht. Nice. Das sollte reichen, oder? Super. Kriegen wir einen Stun irgendwo? Nee. Ich krieg einen Death Break. Uncool. Kriegen wir hier einen Death Break? Nee. Autschi. Ja, hör auf. Nein. Puh. Das ist meine einzige große Chance noch. Hör auf zu. Weh. Ich wusste, dass du strippst. Ich wusste es. Okay. Okay. Strip den Schild. Warum auch? Oblivion? Immerhin. Ich versuch mal Oblivion. Nein, der wird nämlich High Res gespielt. Nee, trau mich nicht, ist auch. Okay, der macht nicht so viel Damage. Das ist gut für mich. Das brauchen wir nicht. Oblivion. Na, Oblivion. Oblivion. Oh, ist schon drauf. Oh, reichen die Dots? Ich glaube, der Heal kommt. Oh, nice. Okay. Ja, das ist jetzt doof. Ich brauche einen Stun. Stun. Nö, schade. Ja, Rip Molong. Oder? Oh, noch nicht. noch nicht. Okay, Oblivion, danke. Okay, Shield. Gut, wie ist das jetzt? Wie kalkuliert er das jetzt? Okay. okay, war mal ein Test. Bin nicht so da. Aber ich krieg keine Revenge mehr gerückt. Das ist gut, das macht's ein bisschen safe. Ah, nein, dieser Brock. Nein! Hör auf, Kinky! Der ist nicht auf Vamp, oder? Doch, der ist auf Vamp. Alter, diese Procs von diesem blöden Kinky, Alter. Ey, guckt. Oder überturnt der. Warte, ich sehe. Das sind Procs, oder? Proc? Da, ist das ein Proc gewesen? Was war das? Hä? Der kriegt einfach jede Runde 3 Turns. Mal Autoplay. Mir egal, ich nehme den Draw. Danke, Draw-Button. Gib mir den Draw. mein Gott, ey. Kinky und Molly, die Cancer-Monster überhaupt in diesem Spiel. Aber okay. Was können wir machen? Der ist noch frei. Den hat keiner angegriffen. Was ist denn da los? Kein Bock oder was? Und Molly, auf geht's. Unser Lieblingsmonster. Oben ist wieder so ein Speed-Ding. Guck mal, vor allem, welcher Rauk schneller ist. Alter, der ist aber langsam. Wir gehen hier drauf für den kompletten Bonus, sage ich mal. Kriegst du eine Bombe? Das ist egal. Ich greife mal hier ein bisschen an. Weil ich gebe ihm eine Doppelbombe. Was, wenn sie weg ist, ist. Ich glaube, weiß ich, die Prahas in dieser Art Dev werden auch auf Kritrate gebaut, sonst funktioniert das ganze Spielchen nicht. Aber es ist natürlich halb so gut wie mit Gianna. Und der Raouk ist auf Damage, glaube ich. Reicht das? Ah, hätte ja auch mal gönnen können jetzt Raouk, oder? Hätte ja jetzt wenigstens mal hier Glanzzeitung. ich möchte nicht, dass ich stirb. Bitte, der ist safe down. Ich glaube nicht. Warte mal so. Sicherheitshalber, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich sie hier zu hart pushe, falls sie auf Nemesis ist oder so, ob sie dazwischen funkt. Und das wäre nicht cool. Deswegen gehen wir einfach safe und hauen das so weg. Babam. Tschüss. Gut, ja. Das ist ja schon mal gut, wenn der schneller ist. Dann kann ich eventuell strippen. Ja, ja. Gut. Ich gehe nämlich erst auf den Strip. Hoffe das Beste. ja, hoffe auf das Beste, Mann. Hoff du mal. Kriegt der richtige wenigstens einen Death Break? Nice. Pushback? Nein. Pushback? Ja, Ouchi. Ist fein. Geht mal auf Molly. Geht ruhig auf Molly. Macht mal Molly-Ding da. Och, nö. Musst du procken. Nice. Reicht das? Nice, Proc. Zack. Okay. Gefahr 1 gebannt und erkannt und weggeklatscht. so, wir versuchen nochmal unseren Strip. Okay, immer wir strippen immer ein. Wir gehen halt langsam voran. Immer langsam. Ich hoffe, der Richtige kriegt jetzt wieder einen Death Break. Hey, den will ich nicht angreifen. Ja, nice. Boom. Okay. Ja, ist fein. Kriegen wir die Ranch weg? Schade. Nee. Traue ich mich nicht. Soll sie ruhig mal Molly angreifen, solange sie einen Death Break hat? Nice, Proc. Frag Mama? Schade. Jetzt können wir es mal machen. Ja, jetzt können wir machen. Ja, der Bum. So. Ja, ja, komm. Deathbreak drauf. Zack und tschüss. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Super gut. Ja, reicht. Die falsche Proc. Krakano wird es ein bisschen beschleunigen. Zack. Kriegen wir einen Proc. Nice. Oh, kein Crit. Crit. Oh. Jetzt hat er die Procs bekommen und hat es nicht ausgenutzt. Proc. Crit. Oh. Okay, kriegen wir einen Strip.
Nö. Kriegen wir hier einen Strip? Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gestrippt. Nice. Oh. Chong Pong. Chong Locke Dong Dong. Okay, und kill it. Und jetzt kritisch zum Schluss. Okay. Gut. Dann haben wir den auch geschafft. Super. Wir nehmen den AHP Lido. Ja. Proc? Schade. Was haben die? Der 44er HP Lead, oder? Ich würde gerne ihn ein bisschen eher schützen. Ja, nice Stunt. Okay. Das wird nicht zum Kill reichen. Dafür ist die HP zu hoch. Zu viel Deathbreak. Und Qualstunt. Auchi. Molly, mach was. Ich bräuchte sonst einen Proc, aber ich versuch's mal so. Bam. Und jetzt Monkey. Bam. Super. Jetzt muss ich auf Kakano aufpassen. Stun. Ich habe kein Schild ready. Shit. Sleep? Nein. Gut. Kein Stun. Ouchi, ouchi. Und der prockt schon wieder. Okay. Kill. Nimm sie vom Ross. Das ist schon mal wichtig. Okay. Bam. Lebt noch. Bam. Kakano ist fast jetzt egal. Aber könnte es ein bisschen beschleunigen. Deathbreak? Schade. Oh, er trifft aber. Kein Crit. Okay. Crit. Okay. Crit jetzt. Mann! Gut. Oh shit, was habe ich da gepickt? Das wollte ich gar nicht picken. Ich wollte doch nicht. Ah, musste Gianna hin. ja, Rip. Scheiße, was ist das denn? Ups. Was habe ich da gepickt? Oh shit. Strip. Okay, ouch. Ja, den habe ich. Den Loser habe ich verdient. Also das war... Ja, was soll ich da sagen? War... Yep, das habe ich verdient. Was habe ich da gemacht? Was habe ich denn heute? Was habe ich für heute für einen komischen Finger? Ja, ich muss das jetzt einmal machen. Okay. Kriegen wir sie weg, dann könnte ich... Okay. Das ist gut. Nice. Komm, kill den. Na... Oh! Nur mal einen Spieß umgedreht, obwohl ich komplett, ach, verdammt, komplett falsch gepickt habe. Okay, gut. Das ist gut, so muss das laufen. Guckt euch das mal an, ey, easy, ey. Chong Pong, ey. Oh Gott, das war, wuff, das war knapp. Okay, gut, wir machen. Ja, wisst ihr, was wir machen? Passt auf, Leute. Wir machen mal eben einen Cut für euch. Let's go, Alter. Mini-Summoning. Also Mini-Summoning. Was haben wir hier? 4 Wasser, 3 Feuer, 5 Wind, 6 Mystische und 1 Stone. Let's go. Auf geht's. Shiho. Auf geht's. Also erstmal Feuer. Erstmal Feuer und hoffen, dass kein Feuer in Net5 kommt. Das ist Punkt 1. Oh shit. Das ist einer. Verdammt. Nein, es ist keiner. Oh, ich dachte kurz. Eine Martina. Okay. Martina, ja. Martina wäre schön. Ich dachte kurzzeitig, dass wir jetzt... Okay. Bitte komm zu uns. Shiho. Shiho. Bitte. Ja, es wäre jetzt so typisch. Es wäre jetzt so typisch, wenn er kommt. Oder eine Edna kommt. Ich habe nämlich keine Skill-Ups mehr. Ich habe nichts mehr. Egal, was jetzt kommt, ich könnte es nicht bauen. Jetzt kommt Shiho. Passt auf, was ich euch sage. Der kommt jetzt hier gleich raus. Aus dem Stone oder so. Aus den ein Stone. Oder gleich kommt die Edna aus den Windscrolls. 100 Pro. Nee, ich krieg erstmal 5 Figuren. Ich sag, ist das einer, oder? Nee. Okay, war nur sehr verzögert. Geheim Poison Art. Oh, back to back. Auf geht's. Ja. Amelias neue Chandra wäre Dupe. Amelia nehme ich. wo ist der Shiho? Naja, okay. Ich nehme gerne die Einhorn. Nehme ich. Ist neu. Ist keine Diana. Ist eine Amelia. Ich habe alle Einhörner. Auf geht's. Woo! Chandra wäre, wie gesagt, Dupe gewesen. Und ich bin ja noch im normalen Channel. Ich bin nicht mal auf einen anderen Channel gegangen. Ja, geil, Amelia. Let's go. Jetzt soll Edna hinterher. Go! Ja, ohne Blessing. Ohne Probleme. Pass auf. Gib mir die Edna. 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 Boom! Ja, Tanja. Aber die Blitze sind gut.
Für die paar Scrolls sind die Blitze echt gut. Amelia ist aber neu. Ich kann nichts machen mit der, aber. Und so viel zum Thema ist die letzte Beschwörung vor den LDs, ne? Ja, fast. Fast. Amelia. Ist cool. Ist kein Shihou, ne? Und ist auch keine Edna. Habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, die sieht anders aus. Ich glaube, die Monster sehen anders aus. Let's go! Ein Stone Shihou! Ah. Bearman. Nice. Ich habe noch die. Oh, habe ich die geskippt? Ups. Was habe ich denn gemacht? Oh. Naja, da haben wir Nummer 6 mal. 6 mal MS. Go! Edna! Gib mir Edna jetzt! Oh, kein Blitzi mehr. Schade. Naja, gut. Die Amelia nehme ich. Das ist so doof, ey. Mann, ich will ein Shihou. Ich meine, ich bin froh darüber, ja. Ich sag mal so, kein Dupe zu bekommen ist sehr schwer, wie man sieht. Das sind meine Wassermonster, die ich nicht habe. Ein Taor, ein Monkey, ein Poseidon, eine Josie, den Dude, den will ich auch nicht, Miles und die da. Und dann habe ich im Feuer nicht Kuma, Shivu, Ophelia, Marsha, ja, den kann man, das Fusion, kann man sich kaufen. Den habe ich so gesehen, ne, ich habe ja den Beißen. Die habe ich nicht. Coco hätte ich haben können und sie hätte ich auch haben können, by the way. Habe ich aber nicht genommen. Und Wind, ich glaube, Wind sieht bei mir am schlechtesten aus. Ja, die habe ich nicht. Und da hätte ich sie gerne. Wegen dem guckt euch den Base Speed an. Lecker Schmecker. Naja, schade. Falsches Monster, aber kein Dupe. Immerhin. Gut, dann bin ich durch. Ja, gut, das war jetzt aber wirklich die letzte Beschwörung. Ich habe nicht mal Skill-Ups oder so. Also, theoretisch hätte ich es mir auch sparen können. Aber gut. War ja fast ein Shihou, ne? Aber fast. Warum war da kein Shihou bei, Mann? Naja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.